that you settled down, that you found the girl and you're married now. I heard that your dreams came. Er ist sehr guter Mensch. Er ist nett bei uns. Er war Schulleiter, aber mit der Schule, er ist wie ein Freund. Er hat mit uns so viel zu tun. Er ist hilfsbereit. Herr Eratke ist Direktor von Räumaufschule. Und ich finde, er ist ganz nett. Ja, ich kenne Herrn Eratke, aber er ist Chef von der Räumaufschule. Und er ist ein netter Schulleiter. Ich habe noch nicht jemanden mit wie Eratke gesehen in meinem ganzen Leben. Er war freundlich und er war ein netter Lehrer und wir sind so traurig, weil er bleibt hier noch nicht mehr. Und wir wünschen ihm eine schöne Liebe. Herr Eratke ist ein Schulleiter. Er ist sehr schön auch, ich muss das sagen. Er hat so wenige Haare, aber ist ganz nett. Ja, er ist nett und er ist freundlich. Eratke ist meine Chef von Schule, von der Romahof-Schule oder ich weiß nicht, welche Schule. Eratke war unser Lehrer und der war immer nett zu unseren Schülern. Und jetzt ist schade, er geht weg von dieser Schule. Wir vermissen ihn. Herr Eratke war unser Lehrer im VD und wir haben im Unterricht viel Spaß gemacht und viel Glück und er war sehr nett und auch viel Spaß. Herr Eratke, letztes Jahr war unser Lehrer bei Klasse VD. Ich habe viel Informationen bekommen von Herr Eratke. Herr Eratke. Er kann alles, aber ich glaube, dass Fußball spielen, er kann nichts. Eratke ist ein wunderbarer Mensch und er hat Respekt für alle Schüler. Eratke ist ein toller Schulleiter. Für mich hat er viel gemacht. Er gibt uns immer wieder Chancen, obwohl dass wir Scheiße bauen oder so. Aber wie soll ich sagen, respektvoll für dich, Eratke. Auf Wiedersehen. Das ist immer lachen und lustig. Bei mir ist das Besondere, der kann gut zeichnen. Der kann gut zeichnen an der Tafel. Ich habe noch nicht gesehen. Ein besonderer Sinn, immer uns helfen. Ja. Er ist sehr nett, er weiß, wie er mit seinen Schülern umgehen soll. Wenn man mit ihm redet, kommt es so vor, dass man mit einem Freund reden würde. Er reagiert nicht so, wie als ob er ein Schuldirektor ist. Und dass er cool ist? Ja, er war sehr tolerant mit uns und sehr nett von uns auch. So, er ist ein guter Künstler, weil er schöne Tafelbilder macht. Also ich finde ihn eigentlich sehr intelligent, aber trotzdem ist er ein Mensch, der halt mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Also was ich halt an ihm gut finde, ist halt so, wie er mit uns Schülern umgeht. Also wenn man mit ihnen redet, fühlt man sich nicht so, als ob man halt mit den Lehrern sprechen würde. Er ist sehr nett, wir lieben ihn. Er hat Ethik gehabt und obwohl das ein schweres Fach ist, er hat uns gut erklärt, so dass alle verstanden haben. Also ich finde Herr Eratke ein toller Mensch, der hat super viel Geduld mit die Leute und er kann immer, egal was, er kann erzählen, gut erzählen. Er ist ein guter Mann. Ich bin Herr Eratke, schreibt viel und gerne und wir können auch gut abschreiben und schreibt er auch deutlich. Und muss ich noch was dazu sagen, und er hat gutes, schönes, schicke Schal. Ich finde das sehr schade, weil er ja selber die Schule aufgebaut hat und das hat ja sehr lange gedauert, ich denke mal so 30 Jahre. Und jetzt muss er die Schule verlassen und das ist auch für ihn sehr schwer und ich wünschte halt, dass er auch besuchen kommen würde. Schön.
Also ich glaube, er wird also das Leben genießen, da er halt vieles hier durchgemacht hat. Und ich glaube, er wird halt Theater spielen, wie er halt, das ist ja sein Hobby, und auch malen und so. Wir haben keine Ahnung, wir haben nichts gefragt, was soll er machen. Also ich habe ja auch keine Ahnung. So. Was er Spaß mit jungen Mädchen. Und mit uns auch. Ja, mit Wahnsinn. Wir haben keine Ahnung, was er macht für Herr Radke, weil wir haben ihm nichts gefragt. Aber wir wünschen ihm eine schöne Liebe und viel Spaß mit seiner Liebe. Und, ja, und Herr Radke kommt manchmal und besucht uns. Ja, ich wünsche Ihnen einen ruhigen Stand. Und ich wollte, dass Sie seine Schüler und Schülerinnen nicht vergessen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einen schönen Ferien haben, weißt du wo? In Spanien. Weil. Herr Radke, das Spazieren oder. Mr. Larke will be doing a lot of things after the school. Maybe he can go to shopping or he can do any other things. For example, for teaching children to know what they did in the school in the daytime, to correct them if there is any mistake made. Thank you, sir. Ja, ich bin neu 3 Monate in dieser Schule und ich habe Rakte kennengelernt. Es tut mir sehr leid, dass er geht in dieser kurzen Zeit. Aber diese 3 Monate sind wie 3 Jahre. Ich wünsche ihm alles Gute in Zukunft für ihn und die Familie. Wir bedanken natürlich Herr Radke sehr. Jetzt, was wir gesehen haben, unser Schulleiter Herr Radke hat gutes Zeugnis gekriegt. Und wir wünschen natürlich Ihnen herzlichen Glückwunsch und wünschen Ihnen eine schöne Zeit nachher. Herr Radke, also wir wünschen Ihnen, dass Sie immer glücklich sein und immer Gesundheit, und wir vermissen Ihnen. Ja, mir auch. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft viel alles Spaß gut. Und alles gut und gesund und viel Glück. Herr Radke, أتمنى لك حظا موفقا في حياتك. Je souhaite monsieur Radke bonne chance de sa vie. Suenaye bole brote. Tade saryan layi sab kuch badhiya. Bahut acha hai, lehaza hum yahan aaye hain to hum bhi acche rahenge ummeed hai. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Spaß. Leider kommt nicht mehr. Ich liebe ihn. Ich wünsche ihm viel immer gesund immer bleiben und schon Zeit von ihm und immer Glück. Ich wünsche ihm gerade viel Glück. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, viel Glück. Die jungen Leute von hier haben viel Spaß gemacht, viel gelernt von Ihnen. Und bleiben Sie immer junger, wie Sie sind, und lachen Sie immer. Wir wünschen Ihnen und tschüss, viel Spaß. Möchtest du vielleicht da raufstehen? Nein! Wie ist denn?
ist das ein Ereignis nicht nur für die Mitarbeiter, sondern für die ganze Schule. Und am liebsten wollte lieber jeder Schüler einzeln kommen und sich von dir verabschieden. Und da das bei 200 Schülern nicht möglich ist, haben wir gesagt, die Klassensprecher sprechen in Vertretung ihrer Klasse, um dir einen gebührenden Abschied zu bereiten. Found the girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave a thing I didn't give to you. I hit you tonight out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'll be reminding that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg and I remember you say. Liebe Leute, eigentlich ist es unhöflich, eine Mütze aufzuhaben, aber ich bin erkältet und ich habe gestern die Haare. Also, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet, and I remember you said. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, and I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, lebewohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sage ich dir auf Wiedersehen, lebewohl. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es waren schöne Stunden, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleinen Hände. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, leb wohl. Ob du mir treu sein willst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss.
letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen.